Willkommen zurück zu Odins 4. Wir haben im letzten Part einen richtig heftigen Kampf gegen einen Zwischenboss gehabt. Und ja, wow. War richtig am Rande des Todes hier. So. Moment. So, was liegt hier noch alles rum? Hier liegt ein Knochen. Und hier habe ich Buschwollsamen angepflanzt. Aber leider alle Phosphoren, die dafür geeignet waren, für mich selbst aufgesaugt. Das heißt, es ist wieder Rosmille-Zeit. Ja, wir sind auf dem Weg zur Bergspitze hier, um die Waldhexe Velvet vor der Hinrichtung zu retten. Wer den letzten Part gesehen hat, weiß ja, was es mit Velvet auf sich hat. Sie ist die unehrliche Tochter von König Odin und damit Gwendolins Schwester. Und ja, der liebe Lord Brigand hat das leider spitz bekommen und hat König Odin jetzt so weit erpresst, dass er die Hinrichtung seiner eigenen Tochter genehmigen musste. Will er vor dem Volk nicht an Respekt und ja, Ansehen verlieren. Jetzt hat Gwendolin seine richtige, seine eheliche Tochter sich dazu entschlossen, Velvet zu retten. Auch wenn sie dagegen, also dafür die Gesetze ihres Volkes brechen muss. Aber sie will ihren Vater nicht weiter trauern sehen. Nicht weiter leiden sehen. Gut. So viel zur Vorgeschichte. Jetzt kommen wir zum Boss dieses Kapitels. Bin ich bereit? Glaube schon, ja. Lord Brigand. この女の言うように本当にここには悪名が。探してこい。全員行け。留守で幸い。どちらにせよ、竜などと会う気はないがな。お前の命など捧げたところで、竜が大人しく宝を出すはずもあるまい。 帰ってこちらの命が危ういというもの。何をする気？ここでお前は竜に殺された。そういうことになるのだ。このブリガン様のために。どうして？逃げなさい、早く。死にたくなければ行くのです。 グエンドリン、バカなことをしたものだな。ただ結晶論のことで許せないというだけではないな。なぜ彼女の死をそれほど望むのだ。聞きたいか。あの女が死んだ後、魔女が王の娘だったと国中に教えてやるのさ。敵との間に子を儲けた挙句、 その子を殺した忌まわしい王だとな。<笑>王にふさわしいのが誰なのか民も考え直すだろうよ。王に重用される戦士にこのような下卑と男がいようとは。まずお前と遊んだ後にあの女を再び捕まえて生贄だ。命乞いをしてみろ。 Du Mistkerl. Egal wie Odin regiert hätte, aber nun Velvet hinrichten hätte lassen oder nicht, hätte so oder so den Verrat begangen und den König schlecht aussehen lassen. Wow. Ja, wir kämpfen jetzt gegen Lord Brigand. Ich muss erstmal wieder einen Wärmetrank schlürfen. Der nochmal wo war? Da hinten. Eiselementar. Dass man sich auch nicht bewegen kann während des Trinkens.
Okay, egal. Das gehört zum Gameplay. Wow! Ja, ihr seht, der liebe Lord nimmt so gut wie keinen Schaden. Wir müssen ihn nämlich erst seine verdammte Rüstung vom Körper schlagen. Und da geht das erste Teil auch schon flöten. Und ich springe ins Eiselementar. Ah, danke fürs Auftauen. Ja. Das hier schlucken. Und dann ist es wieder Zeit für den letzten Tropfen Patronium. Ja. Das heißt, ja, halbierter Schaden für diesen Kampf. Also ja, solange der Kampf halt dauert. So. Innehalten. So, aufladen und nimm das! Ihr seht, er macht uns kaum noch Schaden. Er kann es nicht laufen. Sehr schön. Das ist noch sein verdammter Gürtel, der noch so viel schützt. Ah, komm schon! Bin kaputt! Das Ding steht ja nicht, du siehst aus wie ein Wikinger. So, wisst ihr was? Zeit der Phosphonexplosion. Ah, leider nicht so viel gebracht, wie ihr hofft. Dann, ja. Lammkeule. Ah, er muss Verstärkung. Gott, oh Gott, oh Gott. Wow! Das nenne ich mal eine Rammel. Final Headbutt. Wow, wow. Komm mal runter. Sonst geht's dir gut, oder? Ja, jetzt habe ich mal erwischt. Was ich hier reinbrezeln kann. Ich schlürf mal Regeneration. Aua. Oh ja. Komm schon, komm schon. Ja, er nimmt schon mehr Schaden. Eingefroren, verdammt. Einfach mal drauf. Ja genau, nimm einen Schluck. Wow. Wow. Weg, weg, weg. Verdammt. Komm schon, komm schon. Geh down. Sehr schön. Es ist nie verkehrt, sich ein wenig unter ihm zu halten. Seine Angriffe doch mehr auf Distanz ausgelegt sind. Weg mit der Eiselementar. Ah, das war gut durchgeschlitzt. Oh, okay. Kurz. Dann. Und nimm das! Ja, wieder was uns von der Panzerung weg. So. Du hast verloren! Brigand! Und da fällt er. Puh. Doch was jetzt? Do ni mo naranu wa. Washi ni sakarai jūshin no inochi o ubau to wa. Oujo to iedo genbatsu wa manugaren. So, de nakireba, shinmin ni shimeshi ga tsukan. Furuete iru wa ne. Koukai shite iru no. Moushi hiraki wa arimasen. Kakugo no ue de no koto desu. Dono youna batsu demo, amanjite ouke itashimasu. Hanjaku no warukyure yo.
すでに与える刑は敷き足りで決まっておる。これから眠りの魔法がお前を闇へと連れ去るだろう。次に目覚めるとき、お前の心は雪吊りの男のものとなる。お前を征服するその男に誇りと名誉を奪われ、生涯仕えながら子を産み、そして老いていくのだ。構いません。 お父様を苦しみから救えたのなら。おお、早まったことを。お前も私の大事な娘であることに違いはないのに。それこそ私が待ち望んだ言葉です。お父様。 Gwendolyn hat ihr Glück gefunden. Die Anerkennung ihres Vaters, aber hat ihr, muss ihr ihre Ehre und ihren Stolz aufgeben. Als Ehefrau eines Mannes. Aber wer ist ihr Mann? So war es. Ja, Leute. Und so endet das dritte Kapitel. Gwendolyn wurde von ihrem Volk verbannt und muss nun als Ehefrau eines anderen Kriegers leben. Doch wer ihr Mann ist, ich glaube, wir werden es gleich erfahren. Ah. Wir sind jetzt am, ja, am Hof ihres neuen Gemahls. Wir ein paar Untergebene, auch hier. ブロムさん、それは私の槍。なぜここに？ああ、あやつが王大王にもらったとか言っておったの。姫は王の娘さんじゃったんだ。姉様が最後に託した槍を人にあげてしまうなんて。 Keine Achtung vor der anderen Schwester, ne? Vor der Verblichenen. ご気分はいかがですか？もう少しだったらお茶にいたしましょう。あなたまでついてきてくれて、幾分か気持ちが落ち着きます。嫌だと言われても、おそばでお世話させていただきますよ。ミリス、ありがとう。 お姫様、プーカの商いでございます。何か必要なものはありませんか？ Benötigen wir etwas? Zeig doch mal. Ah, eine große Tasche. Gut, da gehen 5 Sachen rein. Na gut, es ist eine normale Tasche. Es gibt noch eine große Tasche, in die, glaube ich, dann 8 Gegenstände reingehen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Soll ich darauf sparen? Ach komm. 5. Ich will dann erst mal wegen leveln. Oder ja, zumindest mal mein Inventar sortieren. So. Hier. Da. Nee, die nicht. Ach komm. 5. Gib her die Tasche. So, und hier drüben können wir rausgehen. Aber Leute, das machen wir im nächsten Kapitel. Und dann werdet ihr sehen, wie es weitergeht. Und wer Gwendolyns Ehemann ist. Ich bin sicher, es wird euch überraschen.